Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich stehe hier vor der Staatskanzlei, dem Sitz der Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir hatten letzte Woche im Landtag in der Plenarwoche eine denkwürdige Debatte über das Hickhack um die Vorratsdatenspeicherung und nicht zuletzt auch über den Parteikonvent der SPD, der vor anderthalb Wochen gelaufen ist und auf dem die SPD die Vorratsdatenspeicherung, wie sie in der GroKo beschlossen werden soll, abgesegnet hat. In diesem Zusammenhang hat die Ministerpräsidentin des Landes insbesondere uns, den Piraten, Demokratieverständnis abgesprochen und stattdessen sich auf ein Grundrecht auf vernünftig zitiert werden berufen. Wir zitieren gerne vernünftig, Frau Ministerpräsidentin, und dazu verweisen wir auf unsere entsprechende Pressemitteilung. Frau Ministerpräsidentin, wir setzen uns gerne mit Ihnen über die Frage des Demokratieverständnisses und auch des Rechtsverständnisses in Bezug auf die Frage der Vorratsdatenspeicherung auseinander. Hierzu fordere ich Sie auf, mit mir oder gegebenenfalls einem anderen Vertreter unserer Fraktion im Rahmen einer öffentlichen Podiumsdiskussion endlich als Regierungschefin dieses Landes Stellung zu beziehen zur Frage der Vorratsdatenspeicherung an sich und zur Frage des Demokratieverständnisses innerhalb des Landtags Nordrhein-Westfalen. Dankeschön.